natürlich, das kennt doch jeder, sein bekanntestes und erfolgreichstes Lied, das Frühlingslied oder Tauben vergiften im Park. Segen und Fluch für Georg Kreisler. Georg Kreisler, geboren am 18. Juli 1922, gestorben am 22. November 2011. Ich war mein ganzes Leben ein Kämpfer, ob ich wollte oder nicht. Kämpfen ist keine Tugend, sondern eine Charaktereigenschaft. Wenn man kämpft, bekämpft man hauptsächlich zwei Sorten von Menschen, den Reaktionär und den Mitläufer. Für den Kämpfer ist es immer ein Rätsel, dass nicht alle Leute kämpfen. Für den Reaktionär ist es ein Rätsel, dass nicht alle Leute reaktionär sind. Wenn ein Kämpfer das Lager wechselt, ist es immer besonders traurig für seine Mitkämpfer. Als meine Frau Topsy Küppers, die jahrelang meine Mitkämpferin war, diese Wandlung vollzog, nicht zur Reaktionärin, aber zur mir nicht minder fremden systemimmanenten Alibi-Kämpferin wurde, war ich zutiefst bestürzt. Mein Weib will mich verlassen, Gott sei Dank, ich kann es sogar nicht fassen. Ist sie krank, was will sie plötzlich wandern? Und wohin? Vielleicht hat sie einen anderen, und das ist Pech für ihn. Mein Weib will mich verlassen, hoffentlich, ich könnte von Neid erblassen über mich. Ich lieb sie auch sehr innig, seit der Zeit. Nur frage ich mich, verdiene ich wirklich diese große Freude? Vielleicht ist sie schon fortgegangen und ich bin allein. Ich schau zur Tür herein, doch nein, die packt noch ein. Was packt die denn? Was macht die denn? Was nimmt die mir da fort? Wozu braucht die das ganze Silber? Doch ich sag kaputt. Denn wenn ich sie was fragen würde, nun das wäre blöd. Erhält die mir ein Red? Vergiss doch, dass sie geht. Und soll sie alles packen und dann packt sie sich am End. Und wenn sie das ganze Silber nimmt, dann lässt ich mir die Hand. Meine Feind will mir entwischen. Wunderbar! Und kommt etwas dazwischen. Gott bewahr, dann helfe ich ihr noch packen. Sehr galant, weil die mir noch den Zug versorgt. Und die werden das im Stand. Mein Leben ist voller Freuden, wie noch nie. Ich tue, als hätte ich leiden, das freut sie. Sie geht zu ihrer Mutter, das freut die. Zum ersten Mal herrscht wirkliche Familienharmonie. Jetzt schreibt sie mir einen Abschiedsbrief, um mir zu imponieren. Was soll mir imponieren? Ich könnte ihn ihr diktieren. Sie schaut, was sie vergessen hat, vielleicht will sie schon gehen. Und sie die goldene Wand nur nicht. Denkst du, sie hat sie schon gesehen. Ich bin auf der Terrasse, Gott, wie blöd, mein Weib will mich verlassen, gar kein Red. Das Ganze war ein Traum, nur wie ich seh. Ich bin hier draußen eingenickt, im Traum hab ich sie fortgeschickt. Sie hat keinen Koffer eingepackt, die goldene war tot, dick den Takt, sie steigt noch in ganz Kino. Das Ganze hat nicht sollen sein, jetzt kommt sie noch zur Tür ein. Ui, 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 ui.